Ich höre ohne Arme. Oh, gut, das war wahrscheinlich ein Missklick. Ich werde... hier draus kein Tor machen. Okay. Dann lassen wir das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und so viel wie geht. Nee, stopp, das mache ich nicht. Ich brauche noch eins, 5, 9, 10 Kanotiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das waren 4, 5. Ah. Ich glaube, ich werde mal einmal mit dem einen Rambock nach da oben fahren, dieses Tor kaputt machen. Dann damit Dorfbewohnern rein und eine Burg bauen. Ich hoffe, dass ich die dann zumindest ein bisschen abhalten kann, dass ich hier ein bisschen vorrücken kann. Hier muss ich jetzt echt strategisch vorgehen anscheinend. So, die sind noch am Machen. Zwei, vier, sechs, sieben. Was hatte ich gesagt? Zehn. Eins, zwei, drei. Die werden noch erschaffen, dann habe ich da 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Ich kann eigentlich mal gucken, ob ich hier auf 2000 komme. Ja, zack. Gerne akzeptiere ich euer faires Angebot. Was habe ich jetzt gerade erreicht? Hätte ich wahrscheinlich vorhin den Text lesen müssen. Imperialzeit kann ich nicht. Oh, aber Lästenschütze kann ich jetzt machen. Chevalier kann ich jetzt machen. Habe ich jetzt auch hier, aber das Zwischenzeug zum Chevalier. Oh, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Sturmbock habe ich jetzt. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Okay, mit Aberlästenschützen und Chevalieren sind die auch auf. Ja, 12 plus. Ja, so wollen wir das sehen. Okay, das war definitiv eine lohnende Investition. Kacke, brauche ich noch einen mehr? Ne, ich brauche noch ein paar mehr. Eins. Ach so, weil das jetzt Sturmbock ist, passen ja fünf rein, ja. Eins und vier macht fünf. Eins, zwei, drei. Yeah.
So, jetzt hier vorwärts. 5 plus 3 Reichweite. Zack, weg. Zack, weg. Schwer berittener Bogenschütze, sehr schön. Okay, das ist natürlich jetzt schon deutlich angenehmer. So, jetzt mit den Rammen da rein und ein bisschen kaputt machen. Kommen einfach aus dem Nichts die Einheiten. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was gemacht kriege. Das sieht soweit zumindest schon ganz gut aus. Nach draußen ziehen. Dann kann ich mit denen da rein und schon den Turm kaputt machen. 5-8 hat die Burg. Eigentlich sollte dieser Turm jetzt mal fallen, das wäre ganz schön. Jetzt kommen wir doch hier voran, das bringt doch jetzt was. Ich habe keinerlei Gold mehr. Thank you.
Der Meisterhandwerker hat einen Triebock gebaut. Oh, Junge, nice. Okay, das sollte natürlich jetzt... Das sollte nochmal enorm weiterhelfen. Also nochmal richtig enorm. Ja, geht, geht. Sehr schön. So, ich schätze mal, die Burg fällt gleich. Sehr schön, die Probe ist weg. So, an sich kann ich jetzt noch mal ein paar RAM bauen und die hier reinschicken. Boah, das war jetzt doch noch ganz schön heftig, aber das war richtig gut, dass ich da die Erfindung gekauft habe von dem Menschen. Ich wollte eigentlich nur wissen, was es ist, aber dass das jetzt hier noch die Imperialzeitentwicklung sind, ist natürlich noch besser. Wahrscheinlich sogar für alles. Wahrscheinlich hätte ich die jetzt auch noch für die Langschwertkämpfer bekommen. Kann ich mal gerade nachgucken eigentlich. Nee, zwei Schwertkämpfer gekommen, okay. Dennoch ganz gut.
So. Der ist auch weg. Das müsste doch hier eigentlich bald Ende sein, oder? Ich werde mit denen gleich den Turm hier hinten anvisieren, denn da kommt sowieso nichts hin und dann kann ich den Bogenschützen das alles hier gut abfangen. Der Ramme erstaunlich viel ab. Damit habe ich nicht so gerechnet. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Der Meisterhandwerker hat einen Tribok gebaut. Der Typ gefällt mir. Sehr geil. Die Türme sind ganz schön stark. Ich treffe den Turm, den Turm irgendwie nicht mehr. Doch jetzt, okay. So, meine ungarischen Kollegen sind jetzt auch da. So, jetzt noch hier Stall, die Türme. Kommt der in den Hafen? Der macht dann noch den Hafen. Zielwasser getrunken hat der irgendwie nicht hier. Wie lange wird der schon brauchen, um den Hafen zu treffen? Jetzt hat er mal getroffen. Da muss ich nicht unbedingt in dem Feuer von dem Turm stehen. Wie heißt es, besiegen sie die osmanische Armee? Ja, mal gucken, wann die besiegt ist. Das war's nicht. Okay.
Das war's. Der Abschaum an Invasoren wurde für ein für alle Mal zurückgedrängt. Schöner Schreibfehler. Ja. Gut, das war ja vernünftig. Das hier gucke ich mir jetzt zum Abschluss auch nochmal schnell an. Ja, Istvan, dachte ich mir schon, dass das einer von denen ist irgendwie. Mir wurde gerade erzählt, dass Dracula ja tot ist. Und das hier ist jetzt Istvan, der uns die Story erzählt hat. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, ist die Kampagne Dracula hiermit abgeschlossen. Und ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und ich schätze mal, wir sehen uns dann in der dritten Kampagne. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber ja, mal gucken, vielleicht wird die so ähnlich interessant wie Dracula. Die fand ich ganz nett hier, war zwischen Hochjauchzend und irgendwie das Schlimmste, was es gab mit dieser einen Kampagne, wo ich dann noch laden musste und den ganzen Kram, weil ich sonst nicht geschafft habe, war ja hier irgendwie alles dabei. Ja. Und das war's dann für Dracula und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.